Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das Topfelipper näht. Das ist super schnell gemacht und auch für Anfänger perfekt geeignet, denn es hat nur 5 Schnittteile und das habt ihr super schnell genäht. Für das Topfelipper brauchen wir 2 Bruchkanten. Deshalb klappen wir jetzt mal eine Seite des Stoffs zur Mitte hin um. Und dann schnappen wir uns als erstes das Vorderteil. Wenn ihr Stoff sparen wollt, klappt ihr es am besten nur so breit um, wie auch das Vorderteil breit ist. Dann nehmt ihr euch also das Vorderteil und auch das Vorderteilbeleg. Dann könnt ihr das Ganze genau an die Bruchkante legen. Achtet darauf, dass es wirklich genau am Bruch ist, dass da jetzt nicht zu viel oder zu wenig Stoff unterm Bruch liegt. Und dann könnt ihr das Ganze ausschneiden und dann machen wir das Rückteil. Dann übertragen wir noch die Knipse. Wir haben hier am Vorderteil die beiden Knipse für den Abnäher und auch einmal einen Punkt vom Abnäher. Das ist die Abnäherspitze. Da habt ihr abhängig von der Größe immer einen anderen Punkt. Da schaut auf jeden Fall, dass ihr dann den richtigen Punkt nimmt und übertragt. Und beim Beleg haben wir genau das Gleiche. Und dann machen wir das Gleiche jetzt auch noch mit der anderen Seite. Wir schlagen also die Webkante nach innen um, dass wir einen Bruch bekommen. Einmal zur Hälfte des Stoffs. Und dann legen wir genau an die Bruchkante unser Rückteil und unser Rückteilbeleg. Am Rückteil haben wir dann nur Knipse unten am Saum und sonst keine. Als letztes haben wir dann noch den Träger. Der muss nur einmal zugeschnitten werden, also nicht im Bruch. Und da das einfach ein gerader Streifen ist, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr einen Stoff habt, den man reißen kann, also eine Webware, die man reißen kann, könnt ihr das reißen, weil dann ist es definitiv gerade. Oder ihr schneidet es so zu. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, solche schmalen, dünnen Sachen ordentlich zuzuschneiden, wenn man jetzt zum Beispiel keine Schneidmatte hat. Ich habe jetzt eine Schneidmatte und auch einen Rollschneider. Damit kann man relativ gut auch gerade Strecken schneiden. Als erstes nähen wir die Abnäher von dem Vorderteilbeleg und dem Vorderteil. Dafür habt ihr jeweils die Abnäherspitze markiert und die Abnäherenden. Und jetzt legen wir die Abnäherenden, also die beiden Knipse, aufeinander. Und die Spitze ist dann der Punkt. Und dann nähen wir von der Seite zum Punkt hin und dann über den Punkt hinaus den Abnäher zu. Der Abnäher wird so genäht, dass wir die beiden Knipse vom Abnäher rechts auf rechts aufeinander legen. Dann suchen wir uns den Abnäherpunkt hier und dann nähen wir von der Seitennaht, beginnen bei den Knipsen, die übereinander liegen, verriegeln und dann nähen wir bis zu diesem Punkt und dann darüber hinaus noch so 5-6 Stiche und dann erst abschneiden. Ein kleiner Trick, falls ihr euch unsicher seid, ob ihr gerade näht, ihr könnt auch so ein Handmaß nehmen und das als Hilfe dazu nehmen. Am besten nicht reinnähen, das wäre doof, aber dann habt ihr eine Führung und dann näht ihr am Handmaß entlang. Und dann auch aus dem Teil heraus 5, 6, 7 Stiche und dann erst abschneiden. Dann hat man hier so ein verdrehtes Stück überstehen und damit kann dann auch der Abnäher nicht aufgehen. Also hier wird nicht verriegelt, weil sonst wird der Abnäher zu dick. So sieht der Abnäher dann aus. Und wir bügeln jetzt alle Abnäher nach unten. Als nächstes nehmen wir dann den Träger. Das ist dieser Streifen hier. Das ist nicht ein Träger, sondern es sind 2. Also wir nähen das aber in einem und schneiden es dann nachher durch. Das finde ich ein bisschen einfacher. Und ihr habt jetzt mehrere Varianten, wie ihr diesen Träger verarbeiten könnt. Also einerseits könnt ihr das Ganze rechts auf rechts machen, dann nähen und wenden. Das ist ein bisschen fisseliger, sage ich mal. Es ist nicht ganz so einfach, weil das ein relativ schmaler, dünner Tunnel ist und da dauert es ein bisschen länger, bis man das gewendet hat. Aber es ist natürlich nachher, sieht es auch sehr schön aus. Oder was ihr auch machen könnt, ihr bügelt das Ganze links auf links
Und dann bügelt ihr beide Enden auch nochmal nach innen. Das heißt, ihr habt ein gebügeltes Band und dann steppt ihr das schmalkantig ab. Ich benutze zum Wenden jetzt dieses Tool von Prüm. Ich habe jetzt hier den schmalsten Tunnel. Das ist so ein Plastiktunnel und ein Stab. Das ist so ein Metallstab. Das ist auch schon ein bisschen verbogen. Und man schiebt jetzt den Tunnel in das Band, was man wenden möchte. Gerade bei dem kleinsten Tunnel sollte man so wenig Nahtzugaben wie möglich stehen lassen. Und dann schiebt man den Stab hinterher. Und damit kann man dann das Ganze wenden. Meistens ist es bei mir tatsächlich so, dass ich beim kleinsten Tunnel gar nicht durch den Tunnel komme. Aber das reicht schon, wenn das oben fixiert ist, dass ich es wenden kann. Und so kann ich das ganz easy, ganz schnell einfach wenden. Tada! Und schon ist es fertig. Ich werde das jetzt noch bügeln und dann können wir es einmal in der Mitte durchschneiden und haben unsere Träger. So, jetzt haben wir unsere Träger und die legen wir jetzt so auf das Vorderteil, dass sie nach unten in das Vorderteil zeigen, mittig hier oben auf diese gerade Linie. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch den Träger jetzt noch mal kurz hier fixieren, weil im nächsten Schritt könnte er sonst vielleicht verrutschen. Dann nimmst du dir deinen Vorderteilbeleg und legst ihn rechts auf das Vorderteil, so dass die Ausschnittkanten bündig liegen. Und nun steppst du das Vorderteil und den Vorderteilbeleg aufeinander. Du nähst hier einmal die komplette Ausschnittkante, fasst hier auch den Träger schön mit. Einmal hier rum, wieder den Träger mitfassen, hier bis hier runter bei 1 cm. Ich bin jetzt hier oben an der Spitze, wo der Träger dazwischen liegt. Hier ist es wichtig, dass ihr bis zum Träger schräg näht und dann die Nadel im Stoff lasst, hochnehmen und dann hier ein kurzes Stück wirklich gerade über den Träger drüber näht, damit das auch einen schönen Ausschnitt gibt. Wir können dann jetzt die Ausschnittkante wenden, aber vorher schneidet ihr noch einmal hier in der Mitte, wir sind jetzt hier genau in der Mitte, am Ausschnitt bis zur Spitze von der Naht ein, damit sich das hier schön legt. Also wirklich einmal bis kurz vor die Naht einschneiden, damit wir es wenden können. Hier am Armloch könnt ihr auch noch mal quer einschneiden. Und dann wenden wir das jetzt. So, hier kommen jetzt auch die Träger schön raus. Und jetzt bügeln wir die Ausschnittkante noch mal schön so, dass keine Falte in der Naht entsteht. Schön die Naht rausholen und dann können wir weitermachen. Das Gleiche machen wir jetzt auch noch mit dem Rückteil. Wir legen den Rückteilbeleg auf das Rückteil und nähen hier einmal bei 1 cm die beiden Teile zusammen. So, das ist jetzt unser Rückteil mit dem Rückteilbeleg. Auch hier heißt es jetzt wieder aufklappen und umbügeln und dann können wir die Nahtzugaben auch nochmal auf dem Beleg feststeppen mit einem schmalen Stepp, damit der Beleg nicht rausrutscht. Ich habe mir jetzt hier meinen Kantenfuß geschnappt. Der hat hier so eine Führung, mit der man wunderbar Kanten absteppen kann. Und damit steppe ich jetzt die Nahtzugabe auf den Beleg. Das ist mein Beleg. Ich habe jetzt die Nahtzugaben alle in die Richtung gebügelt und dann steppe ich das jetzt nochmal schmal ab, damit der Beleg nicht rausrutscht beim Tragen. Als nächstes klappen wir dann die Teile wieder auf, also Vorderteil und Vorderteilbeleg und Rückteil und Rückteilbeleg. Und dann legen wir die Teile rechts aufeinander und können dann jetzt in einem Rutsch von oben bis unten an beiden Seiten die Seitennaht schließen. Als einen der letzten Schritte werden wir jetzt noch die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dann bügeln wir auch noch den Saum. Also hier unten der Saum, der wird jetzt nochmal 2 cm nach innen umgebügelt und bei 1,5 cm abgesteppt. Du kannst ihn aber natürlich auch gerne schmaler absteppen oder schmaler umbügeln, wie du es halt gerne hast. In meinem Schnitt sind 2 cm Nahtzugabe enthalten und dann fehlen nur noch die Träger, die richtige Einstellung. Dafür brauchst du aber ein bisschen Hilfe.
Also wir nehmen uns dann die Träger und schauen einfach, welche Länge passt. Und dann soll die Person, die euch das absteckt, einfach den Träger nehmen und innen in das Rückteil legen und dann mit der entsprechenden Länge einfach feststecken. Viel mehr ist es auch nicht. Bisschen vorsichtig sein, wenn da jetzt Nadeln drin sind beim Ausziehen, und schaut, dass es dann auch vorne ordentlich sitzt, dass es richtig passt. Und dann könnt ihr das beides feststecken, beide Träger. Und dann näht ihr einfach nur noch mal kurz mit der Nähmaschine drüber. Ihr könnt dann hier einfach einmal mit einem normalen Geradstich drüber nähen oder ihr nehmt einen schmalen Zickzack, dann habt ihr so eine Art Riegel, sieht auch mal ganz schön aus. Aber das war's auch schon. Und dann ist das Topfinnipper fertig.